Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, Lieben, weiter geht's bei uns an der Basis. Ich habe mir noch mal ein bisschen was überlegt für unsere Trophäenetage. Ich war nicht ganz zufrieden nach dem Ende der Folge, nach der letzten Folge, wie das so aussah. Einige der Trophäen waren mir doch irgendwie zu groß für unsere Trophäenetage. Jetzt besonders die Assel zum Beispiel, aber auch der Ameisenlöwe und auch ein paar von den anderen. Deswegen habe ich die alle noch mal abgebaut. Und jetzt gucken wir nochmal, welche wir hier hinstellen, dass wir einfach am besten nur die mittelgroßen hier drinnen aufbauen. Wie zum Beispiel hier unser Termitentrio, finde ich ganz super. Und die Stechmücken sind nach wie vor sowieso der absolute Hammer. Mal gucken, wo wir davon noch ein paar in unserer Basis anbringen können. Weil die finde ich richtig super. Auch von unten, wenn man hochguckt, einfach super. Auch bei Tageslicht. Und wie gesagt, hier jetzt die mittleren, mittelgroßen und kleineren Trophäen auf der Etage doch eher hier. Und für unsere größeren Trophäen habe ich mir da nochmal was Neues überlegt. Und zwar werden wir die doch draußen auf die Seerosen alle irgendwo platzieren. So wie unsere Mutterspinne hier draußen. Da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet hinten für unsere zweite Seerose mit dem Blütenblatt. Nee, die ist es nicht. Können wir die von hier überhaupt sehen? Die müsste es sein. Da drüben sieht man schon so ein bisschen. Da werden wir was aufbauen für noch ein paar Trophäen. Und das Blütenblatt in der Mitte wird natürlich auch beleuchtet, wie bei uns hier. Da werden wir gucken, dass wir am besten mit Farben arbeiten, die das gleich nochmal verstärken. Dass wir irgendwie die Fackeln so ähnlich einstellen, dass wir eine Farbe hinbekommen, so ähnlich wie eben das Blütenblatt ist, um das gleich nochmal ein bisschen zu verstärken. Und dann außenrum möchte ich mit den Pilzbögen dann arbeiten und mit Holzzäunen. Das habe ich hier an unserer Brücke auch schon so ein bisschen angefangen. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen. Jetzt aber erstmal hier. Da habe ich auch ein paar Trophäen oder für ein paar Trophäen das Material schon in meiner Tasche, dass wir nicht immer rauf und runter laufen müssen. Und zwar glaube ich, dass zumindest die... Ah, okay. Der Marienkäfer und der Kugelkäfer hier noch ganz gut reinpassen könnten. Aber die sehen auch schon wieder so riesig aus. Ah, oder wenn... Ja, hinter der Treppe vielleicht. Da hat er am ehesten noch einen Platz. Hier so... Okay, da könnte aber, passt da eigentlich ganz gut hin, glaube ich, der Marienkäfer. Jetzt machen wir den hier mal hin. Einfacher Marienkäfer. Doch, das geht noch. Der ist noch nicht zu riesig. Das passt irgendwie noch. Weil die recht kurz sind, der Marienkäfer und der Kugelkäfer. Die Asseln wirklich einfach zu riesig. Ameisenlöwe auch irgendwie. Das passt nicht alles. Hier müssen die hier, die gehen, glaube ich, noch. Und dann eher sowas wie die Ameisen, die Larven noch. Und ein paar von den ganz kleinen. Oh ja, das ist super. Wir hätten einen da, Wendel. Wir hätten Billy Hawks da. Haben wir letzte Folge schon gesagt. Aber wir wissen nicht, wie wir die bei dir in dein Glas bekommen sollen, dass du die vernünftig essen kannst. Und ausmachst du hinterher, dann hast du Wurstwasser im Glas. Weiß ich nicht, ob dir das dann so gut gefällt. Oh Leute, das ist gut so. Das ist gut so. So machen wir das. So. Was habe ich noch mitgenommen? Ich habe noch irgendwas mitgenommen. Ich habe mal was mitgenommen für die Kleinen hier. Genau, so eine Milbe. Ist die Frage, sitzen die dann auf dem Boden hier einfach irgendwo? Guck mal, ich habe die anderen auch mitgenommen. Staubmilbe, Zecke, infizierte Milbe. Hatte ich, glaube ich, noch Material eingepackt. Zecke auf jeden Fall noch. Komm mal hier dazu. Und... Wo sind die? Hier, gleich hier drüber. Ausgestopfte Staubmilbe. Und die Infizierte hatten wir dafür auch genug dabei. Haben wir auch dabei. So. Das sieht aber irgendwie schon cool aus, alle so nebeneinander. Die könnten ja theoretisch aber auch, die sind so klein, die könnten ja theoretisch auch außen. Die könnten auch mal am Außenrand vielleicht sogar irgendwo stehen. Vielleicht sogar genau hier gegenüber alle vier. Machen wir nochmal so, wie sie da jetzt gerade standen. Das sah irgendwie gar nicht schlecht aus. Oder die kommen sogar noch auf den Tisch dann. Müssen wir doch erstmal gleich hinlegen, damit wir Tageslicht haben hier. Oh, wo sind denn unsere Kisten? Da, wo Wendel steht. Sind wir hier vielleicht so nah dran noch, dass wir uns hier oben mal eben... Ah, was denn für ein Tisch? Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir den... Wo ist er denn überhaupt? Ist das... Ach, nee, ach, hier. Möbel. So einen hier oder so einen hier.
eher so ein hier. Super, wir kommen ran von hier oben an die Kisten. Das passt ja. Nee, pass mal auf, dann kommst du... Wie kommen die hier jetzt hin? Auf den Ecken können sie immer so schlecht stehen. Da kann hier eigentlich kann hier nur einer stehen, so in der Mitte. Auf, oder? Die ist ja schon... Auf dem Tisch ist aber immer ziemlich groß. Oh, das ist aber gut. So eine dicke Zecke hier an die Ecke vom Tisch. Nee, komm mal so. Oh ja, das finde ich gut. Die kommen eher auf den Tisch, die Kleinen. Kommen wir hier noch hin. Bauen wir noch einen. Herstellen. So. Dann kriegt ihr hier außen Tisch in die Ecke gestellt. Ist im Weg, Zecke. Gehen wir zur Seite. Wir legen uns gleich hin. So, kommst du hier drauf? Du leuchte infizierte Milbe und einmal die Staubmilbe dann die Wahnsinn. So ein bisschen wieder beim Tisch rüber, vielleicht so ein bisschen über den Rand. Dann steh halt ganz drauf. Ist auch gut. Ja, so finde ich das gar nicht schlecht. Die kommen hier drauf. Was hatte ich noch mitgenommen? Ich glaube, ich für die Ameisen habe ich noch was mitgenommen. Für die einfachen Arbeiterameisen. Die wir noch nicht aufgestellt hatten. Die schwarze Arbeiterameise haben wir noch nicht gebaut. Und die Feuerarbeiterameise haben wir noch nicht gebaut. Die finden wir hier auch mit Sicherheit. Oh, können die vielleicht einfach sogar noch hier neben stehen? Oder die stehen hier? Ne, die stehen lieber hier, weil da drüben stehen schon die Termiten. Pass mal auf, du kommst hier hin. So, dass sie nicht auf der Ecke hängt. In der Luft hängt. Die hängt in der Luft. Dim, 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 dim. Nee, da hängt sie auch in der Luft. Ah, das blöd, dass die Ecken diese Balken drin haben, dass sie dann immer so ein Stück nach oben rutschen. Wie die Tierchen da drauf kommen. Dü, 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 dü. Ja, nee, die müssten eigentlich, würde ich die gerne näher ranstellen hier an den Tisch, aber dann rutschen sie nach oben, ne? So vielleicht. Hängt in der Luft, die hängt in der Luft, ne, so ein bisschen. Aber es fällt nicht so ganz auf. Du. Ah, nee, bei der sieht man das total, dass sie in der Luft hängt. Mist. Mist, Mist, Mist. Diese Ecken, die sind Mist. Und wenn ihr gegenüber steht, hier so, war ja auch wieder die Ecken. Eine da. Machen wir mal so. Ja, finde ich auch gut. Okay, legen wir uns erstmal hin. Legen wir uns erstmal hin. Habe ich noch irgendwie Material in der Tasche für irgendwelche ausgestopften Tierchen? Oh ja, für eine Wasserspinne hatte ich noch was mitgenommen. Die wollte ich auch angucken. Wir legen uns erstmal hin. Wasserspinne und Ruderwanze. Da bin ich auch schon, weil die Radnetzspinne sah auch schon richtig cool aus. Die gibt es leider nur die eine. Also gibt es nur eine Variante von. Schade, dass man nicht die, dass es davon nicht auch die kleine gibt. Dass es da nicht einen Unterschied gibt zwischen kleiner und großer Radnetzspinne. Die ausgestopfte ist mittelgroß. Die ist so ein Mittelding zwischen der großen und der kleinen. Schade, dass es nicht die ganz kleine wirklich auch einzeln zum Ausstopfen gibt. So. Zeit für was zu frühstücken. Wendell, geht's dir gut? Oh, Wendell inspiziert immer noch die Werkbank. Der läuft doch immer irgendwo hängen, wenn er hier rumfliegt. Ich habe schon tausendmal versucht, ihn immer wieder zu befreien, aber ist egal, der hängt sich immer wieder irgendwo rein. Entweder klemmt er in den Kisten an den Werkbank oder er hängt dahinter an unseren Gestellen fest oder so oder er klemmt in der Seerosenblüte. Ja, deswegen, ich lasse ihn einfach. Er findet das trotzdem sehr interessant, wie das so ist und deswegen lassen wir ihn mal machen. Okay, gehen wir nach oben. Nee, gehen wir erstmal was trinken. Und dann gucken wir jetzt, wie das bei Tageslicht aussieht. Gucken wir erstmal von unten hoch, wie unsere Mücken hier bei Tageslicht rüberkommen. Einfach. Und dann gucken wir jetzt unser Turm. Vor allem, wenn jetzt nach oben auch durch mit dem geschlossenen Dach, wenn von oben einfach kein Licht mehr reinkommt, so. Das wirkt
irgendwie auch einfach, wenn man so mit dem ganzen Holz urgemütlich auch von hier unten schon, wenn da nicht mal alles beleuchtet ist. Wir können eh so weit nicht gucken. Also man sieht die Lichtquellen ja auch so weit nicht bis nach ganz oben. So. Die Etage ist ja gut gewesen hier. Die finde ich auch immer noch gut. Unsere ganzen Wandtrophäen hier. Drehen wir nochmal die gemütliche Runde. So, mittlerweile hängt auch überall was. Hier haben wir auch ein Termitentrio wie oben. Ein bisschen sitzen kann man die auch noch. Ach Moment, guck mal, hier stehen sie schon, die Schwarzen. Aber egal, jetzt stehen sie oben nochmal. Das macht nichts. Stehen sie oben nochmal. Können hier auch nochmal stehen. So, und jetzt haben wir bei Tageslicht hier schon mal geguckt. Die sind einfach nach wie vor so, so gut. So, so gut. Dann hätten wir vielleicht lieber die Soldaten von euch noch bauen sollen. Oder die können wir noch dazu bauen. Die finden schon auch irgendwo einen Platz hier. Kommen wir von hier oben an die Kisten ran. Nochmal gucken. Kommen wir. Oh, die nehmen natürlich schon wieder ein bisschen mehr Platz weg. Aber die sind trotzdem auch cool. Dann kommen die noch hier hin. Machen wir noch die beiden Kriegerameisen. Die schwarze und die Feuerkriegerameise noch. So. Und Feuerkriegerameise. Sehr gut. Da kommt ihr noch hier hin. Oh ja, doch, die sind auch schon gleich wieder gut. Die passen auch super. Alles klar, was wollte ich jetzt noch machen? Die Wasserspinne auf jeden Fall. Wo ist denn die Wasserspinne gewesen? Wasserspinne, Wasserspinne. Wasserfloh, Wasserspinne. Oh, die ist natürlich auch gut. Von der Größe. Die passt hier auch super hin. Wo kriegt man die noch hingesetzt jetzt? Vielleicht sogar gegenüber hier einfach von den Ameisen. So, hier hin. Vielleicht auch so ein bisschen, dass in die Richtung guckt eher. Wenn man hier um die Ecke kommt. Oh, die sieht ja richtig gut aus. Aber mit dem Fell und so. Die ist super. Die ist super. Die muss doch irgendwie anders sitzen. Die muss hier mittig sitzen. So, dass die Füße noch draufstehen. So. Passt das noch vom Abstand? Passt noch super. Und wie sieht jetzt so eine Ruderwanze aus? Ach, die... Ach, wie cool. Eine Ruderwanze ist wieder zum Aufhängen. Das ist natürlich perfekt. Dann können wir die ja hier... an die Ecke... Oh, wie cool. Zum Aufhängen. Oh, super. Dann kommt hier eine hin. Vielleicht ein bisschen anders gedreht noch. Kommen wir mal hier so ganz leicht anders rüber. Ein bisschen mehr nach vorne gucken. Ein bisschen mehr nach so. Zink. Wie gut. Jetzt hängt sie irgendwie komisch. Jetzt habe ich dich irgendwie komisch hingehängt. Warum hängt die jetzt so doof? Mist. Lässt sie sich nicht mehr gerade hinhängen, wiederverwerten. Weil da fliegt wahrscheinlich alles auf die obere Etage. Ah, wie cool. Oh, da müssen wir auch gleich die... Oh, dann hängt man die Kaulquappe, hängt man bestimmt auch auf. Mir alles nach oben geflogen. So, hier sitzt auch schon unsere andere kleine Larve hinterm Sessel auf unserer Wohnetage. Hier gehört auch noch was hin. Oh, wie gut. Die kann man wie die Bienen. Hängen wir die auf. Gucken wir nochmal, dass wir die ja einigermaßen vernünftig hingezaubert kriegen. Beim ersten Mal hat sie ja sauber dann da gehangen. Ja. So. So hängst du da jetzt. Und. Ja, eine Kaulquappe. Wo sind denn die Kisten? Wendell, wo zappelst denn du rum? Sind wir genau drüber? Ah, rohes Kaulquappenfleisch brauchen wir dafür. Rohes Kaulquappenfleisch brauchen wir dafür. Na gut, das ist ja schnell geholt. Guck mal, da hängst du da. Oh, das finde ich gut. Mach schon mal Fliegenpelze rein. Rohe Kaulquappe. Finde ich auch, Wendel. Das sieht sehr gut aus. Auch von hier. Von hier sieht das auch gut aus. Und jetzt auch hier mit den Käfern im Licht. Das passt. Das passt. Kleinen Tische. Das ist schon okay so. Vielleicht hängen wir doch noch ein paar Wanddeko-Trophäen trotzdem auf der Etage auch noch auf. Oder ein paar Bilder. Mal gucken.
So, jetzt müssen wir eben schnell mal kurz uns zwei arme Kaulquappen jagen. Haben wir irgendwas dabei für Kaulquappen? Gehst du unter Wasser? Wahrscheinlich nicht. Gib mal so ein Speer mit. Und ruhig mal auch die Flossen und Luft auch. Nur für den Fall der Fälle. Wie cool, die sind auch zum Hinhängen. So, ich höre schon eine. Hä? Wo? Da ist sie. Tut mir leid. Ach ne, das ist ja jetzt nicht roh. Jetzt habe ich es ja gleich gebraten mit dem, ne? Gebratenes Kaulquappen. Vielleicht Mist, ich habe nicht nachgedacht. Jetzt habe ich die auch noch umsonst geröstet. Nein, wir müssen ja eine rohe Kaulquappe jagen. Ah, da geht der Speer ja gar nicht. Geht der andere Speer auch nicht. Da geht... Was geht denn dann überhaupt noch? Der Witwendolch. Der hat keine Eigenschaft drauf, oder? Haben wir da schon irgendwas draufgegeben? Nee, ne? Pack mal den Speer wieder rein. Oder hier unser Knochendolch, aber der ist nicht so stark. Hier, der war doch auch gut, der Spinnenfangdolch. Und der ist so trotzdem schön, obwohl er noch gar nicht wirklich aufwertet ist. Dann nehmen wir den jetzt. So, alles klar, nochmal los. Hopp, hopp, dieser Koi nicht gerade hier in der Ecke. Oh, nee, dafür eine Wasserstelle. Dich wollen wir gar nicht. Ich habe gesehen, du hast einen von meinen Verwandten ausgestopft, sagt sie. Ich bin ziemlich sauer. Mittelschwer sauer. Dass du Onkel Erwin ausgestopft in deinem Wohnzimmer stehen hast. Das finde ich nicht gut, sagt sie. So, komm mal her. Autsch. Autsch. So, zwei Kaulquappen Fleisch. Und unsere... Hier draußen ist es einfach immer noch super. Auch tagsüber kommt das richtig gut rüber. Mit der Beleuchtung in der Spinne. Deswegen, die größeren Tierchen werden wir auch gucken, dass die alle irgendwie so eine Beleuchtung auch noch ein bisschen kriegen dann. Und die Seerosenblüte sowieso. Die Tür zu. So, sehr schön. Können wir die da auch aufhängen? Kaulquappentrophäe. Sind wir richtig. Und dann würde ich sagen, ist das schon ganz okay hier erstmal auch. Oh, jetzt, ach so. Mist, warum müssen die jetzt wieder darüber Aber okay, die hängt normal. Da können wir auch noch ein paar mehr vielleicht sogar verteilen. Einfach so von den... Oder von den Bienen auch. Wie, die kosten aber auch ziemlich viel. Ne? Die Bienen kosten auch jedes Mal gleich 10 Bienenpelze. Was haben wir denn hier noch? Ausgestopfte... Erstmal die kleine. Oh, die ist auch cool. Wollen wir die hier auf den Boden setzen? Neben Tisch. Oh, die schwebt in der Luft. Das gefällt mir wieder nicht. Oder sitzt die hier drüben einfach mal so unauffällig in der Ecke? Ja, passt auch nicht schlecht. Was hat die jetzt gekostet? Machen wir davon noch eine. Oh, schwarze mit dem Fangzahn kostet die. Ansonsten alles andere haben wir ziemlich viel. Wo kann noch eine davon sitzen? Hier, komm, hier sitzt noch so eine. Und was kosten die anderen? Die einfachen Jungspinnen? Die kosten Netzfaden und... Okay, Milbenpelz haben wir auch nicht mehr so viele. Die haben wir noch. Wasserfloh. Der ist dann auch zum Aufhängen, der Wasserfloh. So, haben wir noch irgendwas? Ja gut, die können wir nicht bauen. Die Fliegen haben wir das Fleisch nicht. Motte haben wir nicht. Scarabeus ist zu... Die anderen sind alle zu groß, die anderen Tierchen. Die Larven könnten wir hier noch hinsetzen, so ein paar. Da würde noch was passen. Aber jetzt lassen wir es erstmal so. Besonders cool finde ich von hier drüben die... Von den Marien hier, von den Panzern. Die Panzer! Erinnert mich irgendwie auf ganz komische Weise gerade an so ein Autohaus. Gerade der rote Marienkäfer. Wenn man von drüben guckt so. Guck mal da drüben. Mein neuer Sportkäfer. Richtig gut. Hab gleich zwei davon. So, okay. Lass mal das jetzt mal soweit sein. Unsere Trophäenetagen, da bin ich zufrieden.
Zieh dich an, Pete. Dann schmeißen wir mal alles in die Kisten. Und dann gucken wir mal draußen nach unserem Brückenbau, den ich da so ein bisschen vorbereitet habe. Mach mal die Tür zu. Und nach der zweiten Seerose drüben. Ich hoffe, das geht mit dem Übergang da von unseren Plattformen, wie ich mir das vorstelle. Weil ich glaube, ich habe das jetzt ein bisschen so gebaut, dass es eventuell nicht mehr aufgeht. Aber jetzt habe ich auch schon alles aufgebaut. Deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwie da so ein bisschen zusammengezaubert bekommen. So, erstmal brauchen wir das. Kletten kommen mit. Fusselseile kommen mit. So viel Kletten haben wir nicht mehr. Es wird nicht mehr für viel reichen. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Ziegel. So. Ach so, wir ziehen mal unser super Arbeitsoutfit jetzt mal an hier. Puppenhelm. Schleppabzeichen und Ameisenrüstung. Komm mal her, weil wir brauchen auch ein bisschen Bauholz drüben. So, sehr schön. Da können wir auf jeden Fall genug auf einmal schleppen. Mehr als in ein ganzes Lager passt. Wir können ein ganzes Lager auf einmal auf der Schulter tragen jetzt. Das ist einfach so super. Okay, wir haben Ziegel, wir haben das, wir haben alles. Auf geht's. So, hier vorne fängt es schon an. Weil unsere Brücke hier soll ein bisschen schöner werden. Als so ein Standard. Und deswegen kommen hier Bögen hin. Und dazwischen eben dann Holzgeländer. Und dasselbe soll auch drüben, also so, das soll rundherum auch die Seerose drüben einschließen. Dass man von außen so ein bisschen durchkommt. Und dann halt direkt auch auf der Höhe soll dann auch ein Dach losgehen. Diesmal machen wir da ein grünes Dach drauf. Weil nochmal so viel Federn sammeln. Das hat schon extrem viel Zeit gekostet. Deswegen nehmen wir diesmal mal ruhig ein grünes Dach hier drauf. Ich denke, das wird auch in Ordnung aussehen, weil wir hier eh auch ein bisschen Grün auch so rundherum schon haben. Das passt schon. So, erstmal den Übergang bis hier fertig. Ich glaube, ich noch ein paar mehr Ziegel mitnehmen können. So. Und hier wird es ein bisschen schwierig. Wie ihr seht, habe ich hier auch ein bisschen vorbereitet schon. Mit Klettböden. So soll der Ausbau sein. Bis hier drüben unter das nächste Seerosenblatt drunter. Und da müssen wir gucken, ob wir hier vielleicht noch eine kleine Treppenstufe versuchen reinzumogeln. Unsere Kletten werden auf jeden Fall nicht reichen. So, und hier ist das große Problem. Ich habe hier nicht drauf geachtet beim Einbau der Treppenstufe schon, dass wir hier möglichst auf einer Plattform rauskommen. Jetzt kann es sein, dass der Übergang hier dann eben nicht mehr. Achso, müssen wir erstmal das hier nochmal wegnehmen. Nicht mehr sauber aufgeht dann. Weil das muss ja jetzt hier. Können wir die überhaupt über Eck bauen, die Dinger? Ah nee, die können wir wieder gar nicht über Eck bauen, die Bögen. Okay, es macht nichts, aber über die gerade in Dings können wir sie ja bauen. Und das jetzt. Die Frage, wie geht das dann hier auf? Gib mal die normale Ziegelwand her. Ich glaube, wir müssen hier erstmal mit der normalen Ziegelwand am Anfang ein bisschen mogeln. Und die so ein bisschen ineinander schieben. Dann könnte es, glaube ich, aufgehen. Gib mal die hier, aber die können wir jetzt diagonal setzen. Also gehst du mal weg. Weil die Außenwand soll natürlich also unser Fundament hier sein, unser Klettfundament, unser Klettboden, da muss die Außenwand drauf laufen, das ist klar. So. Das heißt, diagonal müssen wir so arbeiten, da gehen Bögen nicht. Jetzt kommen wir hier eben. Ah, okay, Moment, wenn wir jetzt hier einen Bogen versuchen reinzuziehen, dann haben wir doch einen Torgang. Ja, okay, nimm, geh du mal weg. Geh du mal weg. So, jetzt sagen wir, wir machen hier. Wäre noch okay, würde ich noch sagen, ist noch okay. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Das geht nicht auf. Aber dich können wir da reinquetschen. Okay, das ist noch okay. Und können wir jetzt hier noch. Oder zählt das jetzt als. Das ist jetzt als blockiert, ne? Ne, Moment. Alles klar, Leute.
Alles klar, Leute, das geht auf. Das lässt sich zusammenmogeln. Jetzt mit dem hier wird es noch ein bisschen schwierig. Geht aber auch. So. Das heißt, wir kommen hier sauber an. Es geht sauber in die nächste, in den nächsten Bau über. Da geht ein Dach dann rundherum. Das heißt, dann fällt das hier auch nicht mehr auf. Okay, machen wir erstmal weiter mit unseren Böden. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Habe ich alles mitgenommen an Kletten und Seilen? Ja, habe ich. Gehen wir erstmal außen rum. Dann können wir nämlich erstmal die Wand soweit schon mal vorbereiten, wie es geht. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Seiltechnisch sehen wir ja noch ganz gut aus. Fusselseiltechnisch, aber klettentechnisch wird das schon knapp. Ja, das wird knapp. So, aber es reicht für... Nee, doch nicht. Es reicht für einmal außenrum, wollte ich gerade sagen. Nee, reicht nicht für einmal außenrum. Schade, schade, schade. Vielleicht holen wir noch ein paar Kletten. Wenn wir vor der Tür die nachgewachsen sind, holen wir noch ein paar. So, die sind jetzt nicht unterstützt, ne? Die sind nicht unterstützt. Wir müssen dann erst fertig bauen. Okay, wie gut aber, dass das hier alles aufgeht. Super. Das ist perfekt so. Ja, das ist absolut gut so. Die kleine Lücke hier macht überhaupt nichts. Sehr schön, Leute. Das heißt, hier haben wir unseren nächsten Bau. Und alles an den geraden Wänden, wo wir halt die Bögen nutzen können, nutzen wir die Bögen. So. Wie gut. Wie gut, wie gut, wie gut. Nur schade, das Material jetzt nicht reicht. Ah. Düm, dü, dü. Mach schon mal Fusselseile hier rein, so gut es geht. Aber das wird, Leute. Das wird gut. So, jetzt holen wir mal die Holzbalken schon mal rüber hier. Unkrautstängel. Ich hoffe, die Lager hier unten sind zumindest ein bisschen gefüllt noch. Ja, ein bisschen sind sie noch gefüllt. Der Rest ist ja oben für die Geländer oben. Wie gesagt, mal gucken, wie weit wir dieser Folge kommen. Jetzt machen wir das hier noch erstmal. Und ganz gemütlich und in Ruhe, so wie immer. Guck mal, Leute, 22 Stück. Das ist mehr als in ein Lager. Ich meine, in ein Lager waren irgendwie 19 Stück. Dann ist ein so ein Lager voll. Brauchen wir also fast keine Lager mehr, wenn es ein eigenes Lager. Jedenfalls also beim Bauen brauchen wir jetzt nicht mehr dauernd Lager hin und her schleppen. Es geht auch so ziemlich gut vorwärts. Es geht also schneller im Grunde als jedes Mal die Lager umplatzieren. 22 Stück, Leute. So, und ich finde, das sieht richtig gut aus. Mit den Bögen und den Holzgeländern dazwischen. Zack. Müssen wir auch nochmal von oben gucken. Das wird dann auch noch schön beleuchtet. Ah, müssen wir mal gucken. Das wird wahrscheinlich noch eine Friemelei, die Fackel anzubringen. Aber ich würde die Fackel natürlich gerne... Ja, oder außen anbringen. Oder oben. Oben geht auch. Oben geht auch. Muss nicht außen sein, geht auch oben. So, super. So habe ich mir das gedacht. Alles klar. Das wird gut, Leute. Ich weiß, wir könnten hier ja sogar auch das sogar noch... Wir könnten es ja noch überdachen. In Teilen, die Brücke. Allerdings gibt es nicht so einen Giebel, wie wir dafür perfekt bräuchten, damit es wirklich gut wäre. Da bräuchten wir einen, der so einfach geschlossen wäre. Okay, es gibt so einen Giebel, der hier perfekt passen würde. Guckt euch das an. Den nehmen wir. Ist genommen. Ist gebaut. Wie cool. Wie cool. Das ist natürlich richtig gut dann. Platz 4 mehr erstmal. Ich hoffe, wir haben... Also Klee haben wir nicht ganz so viel. Da habe ich nie so viel vorbereitet. Ach so. Die muss einen vorher aufhören, weil das hier geht ja dann ein anderes Dach über. Aber soweit lassen wir es erstmal so. Ja. Ich glaube, das wird schon gar nicht schlecht. Und dann die Fackeln trotzdem recht weit oben angebracht. Könnte das schon gar nicht schlecht werden. Okay, gucken wir mal nach, wie viel Klee wir so haben. Wendel, du machst doch ständig Inspektion hier. Wie viel Klee haben wir denn gerade noch so da? Hast du mal gerade durchgezählt? Der Klee ist noch... Der Klee ist gar nicht so schlecht.
Habe ich gerade nochmal geguckt. Das stimmt, ist gar nicht so schlecht. Nimm mal ein bisschen was mit. Nimm mal ein bisschen alles mit. Lass mal einen hier. Dann können wir automatisch wieder einsortieren wenigstens. Düm, dü, dü. Ja, ich glaube, das wird gar nicht schlecht. Dem Dach drüber. Schnappt ihr die mal wieder alle hier? Tyrannosaurus Koi macht auch schon wieder Krach im Teich. Ach, und Saft brauchen wir auch noch. Wendel, warum sagst du nix? Du hast doch auch alle Rezepte hier vor dir, die Baupläne, alles hast du da. Bist hier voll am zuständig für das für die Verwaltung. Fängst schon an. Ich glaube, Burgler hat auf dich abgefärbt. Über die Jahre. So. Jetzt geht's los. Dach bauen. Müsste eigentlich sogar reichen für die ganze Brücke gleich. Jupp, das reicht. Einmal ganz rüber. Ich muss noch einmal kurz einen nee, es müsste reichen. Stängel holen, aber ich glaube, das reicht. Ja, das reicht auch. Sind wir schon da. So. Sehr schön. Auch schon einmal überdacht unsere Brücke bis hier vorne. Ja, guckt mal. So insgesamt. Dann wird ja die... Und da drüben, die müssen wir dann auch irgendwie noch mit ein. Sie müssen jetzt schon mal einplanen, wie hier in die Brückenverbindung rauskommt. Eigentlich dann. So, dann wird ja unser Dach oben noch, die Spitze immer noch blau dann beleuchtet. Und da kommen ja noch Tierchen oben rein. Auch nochmal die mittleren. Auf die obere Galerieetage auch so. Und hier draußen wirklich die ganzen größeren Trophäen. Gucken wir mal von oben, wie das aussieht. Von unserem Balkon aus. Trink mal vorher nochmal einen Schluck. Nice and clean. Einfach gut. Einfach gut. So. Dann unsere Rüstungsetage. Auch wenn man hier. Gerade zum Abend mit den Lichtern. Dann unsere erste kleine Wandtrophäenetage. Dann unsere zweite Trophäenetage. Die noch ein bisschen Feinschiff brauchen. Die kriegt auf jeden Fall doch irgendwie auch noch ein paar Wandtrophäen dazwischen. Und hier fehlt auch immer noch Feinschliff. An den Wänden, so zum Teil jedenfalls. Nicht überall. Ein bisschen Beleuchtung fehlt ja auch noch. Und eventuell wird ja hier auch nochmal umgebaut. Wobei, jetzt haben wir die Klettböden schon mal draußen für die andere Seerose benutzt. Vielleicht bleibt es auch so. Das sieht ja trotzdem gut aus und gemütlich hier oben. Jetzt wollten wir einmal gucken von draußen. Auf unsere Brücke runter. Ja. So habe ich mir das gedacht. Sieht schön aus und da drüben fängt es auch schon an. Kann man dann von, wie gesagt, kann man ja hier auch von außen auch nicht so viel sehen, dann von der Seerosenblüte, aber von innen halt, dann von den Trophäen auch. Ja, das wird schon. Ach, gemütlich. Wollen wir das erstmal drunter an den Ofen setzen? So kann man sich doch gut gehen lassen. Ui, liebe Sie, wir müssen auch langsam zum Ende dieser gemütlichen Baufolge kommen. Wir haben ja einiges geschafft. Unsere Trophäenetage sieht zumindest schon mal ein bisschen besser aus. Ein bisschen Feinschliff fehlt überall noch. Und draußen sieht es auch schon ordentlich aus mit dem Ausbau unserer nächsten Seerosenblüte. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir vielleicht nochmal da. Weil je nachdem, wie viel ich schaffe, vorzubereiten einfach. Wenn ich nicht so viel Material schaffe, vorzubereiten, dann... Machen wir in der nächsten Folge vielleicht doch erstmal ein oder zwei von den Mixern zwischendrin. Gucken uns die erstmal an dem am Ameisenbau und dann vielleicht den am Sandkasten oder den im verseuchten Gebiet. Einen von den beiden noch oben drauf. Und wenn ich schaffe, genug Material zu sammeln, genug Kletten und alles vorzubereiten und am besten auch gleich nochmal ein paar Fusselseile dazu, dann machen wir da drüben weiter in der nächsten Folge. Das sehen wir dann, was ich schaffe. An Material vorzubereiten, je nachdem. Und wenn nicht, wie gesagt, machen wir einmal einen Mixer-Ausflug und danach habe ich ja noch ein bisschen mehr Zeit, wieder Material vorzubereiten, dass wir in der übernächsten Folge dann weiterbauen da drüben und mit der Beleuchtung auch weitermachen. Einmal von unserem Dach hier oben und dann drüben auch von der Seerosenblüte.
Okay, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.